Museum! Nicht ganz so alt, Schorsch. Sehen wir uns weiter um. Es sieht so schön aus. Gehen wir hier lang. Ich glaube, ich wäre eine tolle Königin. Ich würde den ganzen Tag sitzen und Eis essen. Peppa und du, ihr seid jetzt wohl die Königsfamilie und bekommt alles, was ihr euch wünscht. Habt ihr noch einen Wunsch, eure Majestäten? Ja, wir möchten bitte Eiscreme. Sehr wohl, Königin Peppa. Mehr bitte! Ich bin gerne Königin! Du würdest eine tolle Königin abgeben, Peppa! Schorsch, ein riesiger Saurier! Ja, Schorsch, ein echter Saurier. Einer, der vor langer Zeit gelebt hat. Saurier. Oh nein! Wir müssen Saurier-Schorsch entkommen! Er darf uns nicht fangen! Bist du noch da, Schorsch? Saurier! Scheinbar hat Schorsch seinen Lieblingsraum gefunden. Was ist das? Ah, willkommen, willkommen. Seid ihr hier, um mit mir zum Mond zu fliegen? Steigt ein in den Raketenzug. Herr Löffel ist der Reiseleiter. Er weiß sehr viel über das Universum. Fliegen wir wirklich bis zum Mond? Nein, Peppa. Wir tun nur so. Das stimmt, Peppa. Nicht zum echten Mond. Achtung an alle Passagiere. Bitte gut festhalten. Wir sind jetzt startbereit. 3, 2, 1, Zündung. Gut. Wisst ihr vielleicht schon, was diese Dinger sind, die von der Decke hängen? Sind das Planeten? Exakt. Und kennst du auch die Namen der Planeten? Ich glaube nicht. Oh, ich weiß einen. Die Erde. Sehr gut, Papa Wutz. Dies ist die Erde. Dann kommen Venus, Mars, Neptun. Was ist das? Ah, das ist ein Satellit. Satelliten fliegen herum, damit wir Fernsehen und Internet haben. Echt? Aber wie geht denn das? Es ist Magie. Und wir sind am Ziel. Bitte steigt aus der Rakete aus und geht zum nächsten Raum. Da ist dann der Mond. Willkommen auf dem Mond. Die Schwerkraft ist hier viel schwächer. Darum können wir viel höher springen. Der Mond hat weniger Schwerkraft als die Erde. Darum fühlt ihr euch dort leichter und könnt höher springen. Wow!
probiert es aus. Anschnallen und abheben.